Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe in der Peachette Edition. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen eingeschaltet hast. Die Frage ist jetzt, gehen wir zu den Eiswürfelfällen oder zu dem Minzmeer? Ich glaube, Welt 3 ist das Minzmeer und ich mag beide Welten nicht, weder eine Wasserwelt noch eine Eiswelt. Aber wir haben hier ein paar Level vor uns und ich glaube, was das, Igor oder so, ist hier unser Boss. So. Tja, Strand der 1000 Fontänen. Das ist unser nächstes Level, was wir zusammen spielen werden. Okay, und ich mag diese komischen kleinen Dinger da nicht. Wie komme ich da rein? Hier gibt es eine Eisblume. Okay, kann ich hier vielleicht runterschwimmen? Nee. Ich will es nicht riskieren. Also da kann ich definitiv rein, denke ich mal. Oder bei der anderen. Okay, hier nicht. Ah, nee, dort oben ist schon eine Starcoin. Na gut, dann ist das halt unsere erste. So. Hey, sehr schön. Voll abgeschossen. Ist noch eine Eisblume. Oh mein Gott, den hätte ich gebraucht, ne? Okay. Das war die zweite Starcoin. Toadette kann ja eigentlich ganz gut schwimmen, muss ich sagen. Okay. Wir bekommen sogar eine Powerkrone. Sehr schön. Die nehme ich doch dankend mit. Vielleicht kann ich die ja hier irgendwo gut gebrauchen. Ah, dort unten muss ich rein. Okay. Ich vermute mal ganz stark, dass hier unten die dritte Starcoin ist. Nee, nur ein Leben. Ah, das Leben möchte ich mir gerne holen. Schade, ich hätte gedacht, dass hier vielleicht die dritte Starcoin versteckt ist. Na gut, vielleicht liegt sie ja noch auf dem Weg. Vielleicht liegt sie ja noch auf dem Weg. Mal gucken. Meine Güte, Toadette. Ah, da ist Starcoin Nummer 3 gewesen. Sehr gut. Und ich glaube, wir sind durch. Da haben wir ja das erste Level schon geschafft. Und ich glaube, auch hier ist ein fieser Secret Exit im Geisterhaus versteckt. Der ist ganz gemein. Und wenn ich da meine Powerkrone habe, erleichtert mir das einiges. Aber das Geisterhaus kommt ja noch nicht. Das Geisterhaus kommt ja noch nicht. Aber Bowser? Oh, da ist Mopsy jetzt in Welt 2. Den müssen wir auf jeden Fall fangen. Den müssen wir fangen, damit wir den in jeder Welt... Komm, wir holen uns erstmal Mopsy. Nee, 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 nicht da hoch. Bitte dahin. Und da könnte ich ja theoretisch gesehen einen Powerstern benutzen. Dann bin ich nämlich ein bisschen schneller und unverwundbar. Und dann müsste ich eigentlich Mopsy relativ schnell kriegen, weil ich auf jeden Fall einen Boost habe. Jawohl, guckt mal. Rucki zucki ging das. Ach, und Toadette leuchtet. Mein Zeug, tausend Dank. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Noch eine Power-Eichel. Sehr schön. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen für spätere Level. Ihr werdet schon sehen. Weg mit dir, Mopsy. Meine Pi-Eichel kommt dahin. Und dann können wir auch mit Power Peachette ins nächste Level. Tropische Tiefen. Oh mein Gott, das ist ein Unterwasserlevel bestimmt. Oh. Das ist mit Sicherheit ein Unterwasserlevel. Oh, was war denn hier? Schön. Schön, schön. Ah, vielleicht wäre da sogar eine Feuerblume angebrachter hier.
Ich bleib erstmal bei meinem. Was ist das hier? Oh. Tja, das ist nichts Gutes. Da zieht's mich nach unten. Na gut, haben wir das auch gesehen. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns einen Pilz, damit wir dann auf jeden Fall hoffentlich eine Feuerblume kriegen hier. Mal gucken. Ah, okay, da waren ja nur Münzen drin, glaube ich, ne? Da waren ja, glaube ich, nur Münzen drin. Wenn wir vielleicht hier nur mit Cheap Cheeps zu tun bekommen, mag das vielleicht auch noch gehen. Okay, mit... Ach, Mann. Das war nicht so gut. Hier komme ich nicht nach oben. Da komme ich wahrscheinlich... Oh Gott. Ist das unsere erste Starcoin? Jawohl, das ist unsere erste Starcoin. Ich würde aber gerne ein Power-Up bekommen hier. Eieiei. Naja gut, eine ist erstmal gesichert. Komm ich da nach oben? Da rein? Nee, nicht da rein. Okay. Ah, da war eine Starcoin. Ich habe sie gesehen. Mist, die ist weg. Die ist definitiv weg, die zweite. Okay. Und da unten muss ich wahrscheinlich auch rein in die Röhre, ne? Die zweite ist definitiv weg, die kam dort irgendwo her. Und warum komme ich hier nicht durch? Da hätte es irgendwo einen Powerstern geben müssen, theoretisch gesehen. Sonst wäre ich da nicht reingekommen. Okay. Aber selbst wenn ich den jetzt nehme, das nützt mir nichts. Ich komme ja nicht bis dahin, ja. Ich habe mich da, glaube ich... Irgendwo kommt hier eine Starcoin. Raus! Ich komme nicht mehr hoch. Okay, ich weiß zumindest, wo die dritte Starcoin ist. Die ist da drin. Aber dazu muss es ja irgendwo einen Powerstern geben. Sonst komme ich da ja nicht durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du hässlicher Fisch, du verfolgst mich. Erstmal das Level beenden, definitiv. Eieieiei. Tja, wie komme ich da rein? Selbst mit einer Eisblume kann ich ja, glaube ich, die großen Iglus nicht platt machen. Oh mein Gott, das wird eine Weile dauern, bis ich hier... ich habe zwar noch
Ich habe noch zwei Pilze. Ich habe sogar noch ein Pilzhaus in der Sandkuchenwüste, wo ich mir zwei Items holen könnte. Also auf jeden Fall wäre hier definitiv eine Feuerblume von Vorteil. Okay, 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 okay. So. Die kann ich auch nicht platt machen, ne? Doch, die kann ich abschießen. Also die erste habe ich ja. Wo gibt's hier den Powerstern? Gibt's hier den Powerstern, den ich bekommen kann? So, da muss ich rein, da kann ich den Pi-Schalter. Ich komme nicht mehr hoch. Eieieiei. Die zweite Ausche wieder. Hier gibt's keinen Powerstern. Ich brauche aber den Powerstern hier. Um in die Röhre dort reinzukommen, den großen Iglu kaputt zu machen. Na gut, ich könnte mich jetzt theoretisch gesehen zweimal treffen lassen. Dann bin ich zwar klein. So, hab aber zumindest die dritte Starcoin und dann fehlt nur noch die zweite. Ich muss erstmal die zweite retten, auf jeden Fall. Eieieiei. die dritte. Die dritte muss ich retten. Aber wo kriege ich denn dann... Wo kriege ich denn dann da einen Powerstern her? Ich meine, gut, ich habe jetzt ein Leben bekommen, aber deswegen... Vielleicht muss ich auch... Warte mal, wenn ich den Pi-Schalter betätigt habe, gleich dort rausschwimmen wieder und dann nach oben... Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und dann wären wir ja schon beim Bum Bum Tower. Also wie gesagt, Unterwasserlevel ist echt nicht meins. Wirklich nicht. Also jetzt kriege ich nicht mal eine Feuerblume hier, ne, weil ich klein bin. Jetzt kriege ich nicht mal eine Feuerblume. Ah, hier gibt es bestimmt noch irgendwo Geheimnisse. Kann ich unten in die Röhre rein? Was habe ich denn jetzt weggeschoben? Da kommen noch Münzen runtergeflogen. Na toll. Ach du Scheiße, okay.
Bin immer noch klein, aber jetzt werde ich gleich wieder groß. Okay. Ist ja immerhin was. So. Die Münzen zeigen mir den Weg. Und ich schwimme mich hier nach oben. Und dann kommt ja irgendwo hier die Starcoin runter, ne? Okay, gut. Puhuhuhu. Da gibt es nicht mal einen Pilz. Hier gibt es noch mal einen Pilz. So, jetzt müssen wir ja nur noch hier durchkommen. Jetzt kommt dieser hässliche Fisch wieder, jawohl. Und dieser Blooper erwischt mich natürlich. So viele Probleme in dem Level, das ist Wahnsinn. So viele Probleme in dem Level. Oh mein Gott, jetzt habe ich die zweite... Hä? Momentchen mal, bin ich jetzt hier schon... Bin ja schon vorbei. Warum bin ich denn da schon vorbei? Ich brauche die zweite Starcoin, die ist doch hier. Die... Okay, 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 komm, 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 Starcoin. Sehr gut, puh. So, jetzt muss ich nur noch hier durch. Den Blooper habe ich geschafft. Den hässlichen Fisch natürlich nicht. Ich bin durch. Können wir auf jeden Fall uns im Tothaus noch ein paar Items holen. Aber schön, dass ich das Leben immer wieder bekomme, was ich verliere. G-Pet oder Toadette, ich weiß nicht, was du sagst. Auf jeden Fall, wir haben's. Wir haben's. Wir haben ewig lange an dem Level gebraucht. Oh Mann. Aber den Tower würde ich auf jeden Fall auch noch machen. Jetzt gehen wir erstmal uns ein paar Leben holen und dann können wir ja in der Sandkuchenwüste das Toadhaus noch machen. Dum, 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 dum. Okay, das war nix. Okay, zwei. Eins nur. Ah, da bin ich jetzt... Naja, gut. Ich denke mal drei Leben. Okay, vier. Ich glaube, einen Bowser habe ich erwischt. Ja. Gut. Hätten wir das auch. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell noch in das Toadhaus zurück. Das war ja gleich hier am Ende. So, das hatte ich ja auf jeden Fall noch nicht geholt. Oder liegt unter einer Eichel rum? Na gut, die brauche ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier nochmal... Ach, das ist das komische Spielchen. Okay. So. Geh mal dorthin, mal gucken, was wir bekommen haben. Müsste eigentlich eine Feuerblume sein. Zweimal eine Feuerblume. Das ist natürlich richtig nice. Das ist gut. Ich habe eigentlich nur auf den Bowser geachtet, dass ich da einen richtigen... dass ich da den richtigen Mini-Yoshi erwische.
Okay. Da vorne könnten wir uns noch eine Eichel holen. Aber ich möchte gerne mit euch jetzt zumindest in den Tower reingucken. Mal sehen, ob wir es schaffen. Und ich möchte mir definitiv eine Feuerblume nehmen. Oder nehme ich einen Pilz? Ach komm, wir nehmen erstmal nur den Pilz und gehen in Groß hier rein. Was haben wir denn? Dilemma im Turm der Dornensäulen. Okay, Dornensäulen. Das sind, glaube ich, diese Stacheldinger da. Ja, genau die da. Also hier ist definitiv nichts. Und dann nur noch unter Wasser oder was? Und dann nur noch unter Wasser. Das ist natürlich... Okay, Moment, da geht's irgendwo rein. Okay. Na, vielleicht geht's ja auf der anderen Seite rein. Das ist nämlich schon die zweite. Und ich komme nicht mehr hier nach unten, wa? Nee. Okay, eine haben wir verpasst, eine Starcoin. Okay. Ich muss wahrscheinlich, ich muss dort rüber. Ah, wie komme ich denn da hoch? Da könnte auch irgendwas versteckt sein. Ich glaube, hier bin ich sicher, ne? Brauche mich nicht mal ducken, okay. Okay. Oh oh. Na gut, hier brauche ich mich auch nicht ducken. Hey. Du gehst dort rein. Ah, was ist denn hier? Eine Röhre. Okay, das müsste die dritte Starcoin sein. Ah, die erste habe ich irgendwo verpasst, theoretisch gesehen. Okay, eine Powerkrone. Das ist natürlich sehr nice. Darf ich es aber auch nicht verlieren. Mhm. Okay, die dritte haben wir auch. Sehr schön. Sehr gut. Ach du Scheiße, okay. Na gut, hier müsste es aber irgendwo noch ein Item geben, ne? Kein Item? Willst du mich verarschen? Echt nicht? Okay. Müssen wir Bum-Bum echt so platt machen? Ohne Item? Na gut. Also wir sind ja noch groß. Aber wir wissen ja, Bum-Bum ist... wird immer besser. Wenn ich hier das Wasser sehe, dann wird mir schlecht. Naja, gut. Wie gesagt, die Frage ist, wo ist die erste? Naja, komm her, alles. Alles gut. Ah, Bum-Bum, alles gut. Bum-Bum ist eigentlich nicht so schwer zu besiegen. Aber die erste Starcoin, die ist garantiert irgendwo bei den ersten Stachelsäulen dort unten versteckt. Ich bin ja links, konnte ich ja nach oben gehen. Ich denke mal, ich kann auf der rechten Seite auch noch nach oben gehen. Dann kommt sogar schon das Geisterschloss, also das Geisterschiff ist es ja hier als nächstes. Und der Nebel um Piets Schloss vergrößert sich. Oh Mann.
Wer weiß, was Bowser da anstellt. So, erste Starcoin müssen wir noch suchen. Dilemma im Turm der Dornensäulen. Na, die wird es aber auch nicht hier geben als erstes, oder? Die wird es irgendwo hier im Wasser, denke ich mal. Na, vielleicht auch hier drüben irgendwo. Nee. Wir zeigen uns Münzen was an. Was ist hier denn? Also hier ist es definitiv nicht, oder komme ich hier nach oben? Nee. Ah, dann vielleicht hier. Ja, da bin ich ja links hochgegangen, ne? Eieieiei. Nee. Könnte noch hier drüben probieren auf der Seite. Aha, okay. Gut, dann war's da. Da war die erste. So, hier warten wir mal lieber. Nicht, dass wir hier unseren Pilz verlieren. Toadette kann ja unendlich lange. Okay, hier komme ich nach draußen. Sehr gut. Da ist die erste. Wir brauchen ja gar keine mehr Farmen jetzt eigentlich. Wir haben ja alles. Wir müssen ja nur noch ans Ziel kommen. So. Okay, uah. Ein bisschen aufpassen. So. Kann auch mal hier lang gehen. Ich bin ja beim letzten Mal bei der roten Röhre dort reingegangen, die sich dort versteckt hat. Okay. Oh Mann. So, jetzt muss ich ein bisschen hier wieder aufpassen. Das war, glaube ich, diese komische lange Säule da. So. Und dann kann sich diesmal Peachette um Bum Bum kümmern. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Sollten wir hinbekommen. Und dann ist der Part auch vorbei. Dann haben wir wenigstens bis zum ersten Tower gespielt. Wir haben 97 Leben. Passt doch. So, Digga, komm mal her. Sehr schön. Guck mal, wie ich dich platt mache. Du springst mir einfach unter den Rock. Oder du willst mir unter den Rock gucken. Und springst gegen mich und dann mache ich dich einfach platt. So, das war's, glaube ich, für die Folge. Wir haben schon einiges geschafft. Und dadurch, dass ich jetzt die Powerkrone habe, könnte man eigentlich ins Geisterschloss gehen. Weil da gibt es auch einen Secret Exit. Ach ja, ich kann ja nochmal speichern. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.